Yo, what's pumping YouTube? Ich zeige euch heute nochmal vier Varianten, wie ihr den Ball einfach hochnehmen könnt. Let's go! So, die erste wäre, ihr lasst den Ball vor euch liegen, platziert dann euren beide Füße links und rechts daneben und springt einfach, zieht einfach die Füße zusammen. Dann fliegt der Ball nach oben. Also ihr macht so einen kleinen Sprung und zieht dann so die Fußspitzen zusammen. Also der nächste Flick-Up sieht so aus. Also der ist so ähnlich wie der normale eigentlich, wie der hier. Nur, dass ihr den Ball dann mit eurem linken Fuß hochzieht. Der dritte Flick-Up wäre einfach den Ball, wenn der Ball vor euch liegt, geht hier an den Ball rein mit der Zehenspitze. Und schiebt euren Fuß einfach unter den Ball. Und dann habt ihr den auch oben. Einfach mit den Zehenspitzen erstmal an den Ball gehen. Und dann den Fuß unter den Ball schieben. Und den Ball dann so hochnehmen. Also wenn ihr dann unter dem Ball seid, müsst ihr eure Fußspitze so nach oben ziehen. Also geht das gerade runter und zieht ihr dann so nach oben. Dann habt ihr den Ball oben. So, das wäre dann der nächste Flick-Up. Also bei dem Flick-Up platziert ihr euren linken Fuß hinter den Ball und zwar so ein bisschen weiter rechts vom Ball. Zieht dann euren rechtes Bein zu euch ran und schiebt den Ball halt mit dem Hacken auf den linken Fuß hier. Und gleichzeitig bewegt ihr den linken Fuß so ein bisschen nach vorne und nach oben. Und dann sollte der Ball eigentlich nach oben fliegen. Jo Leute, das waren vier Flick-Up-Varianten. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Video.